Opel schickt den neuen Astra OPC mit 300 PS ins Rennen. Der OPC soll gegen den VW Golf R antreten, allerdings ohne Allradantrieb. Opel könnte den neuen Astra OPC noch 2017 vorstellen. Das berichten englischsprachige Medien. Angeblich ist der sportliche Astra für die IAA geplant. Im Vergleich zum Vorgänger ändert sich so einiges. Der OPC kommt nur als Fünftürer, dafür aber auch als Kombi auf den Markt. Sein neu entwickelter Turbo-Vierzylinder leistet 300 PS, hat allerdings nur noch 1,6 Liter Hubraum. Der Grund: im neuen Astra OPC ist weniger Platz unter der Haube. Dafür wiegt das neue Modell 120 bis 200 Kilo weniger. Der Sprint auf 100 dürfte also in weniger als 6 Sekunden absolviert sein. So lange brauchte der Vorgänger. Anders als sein Konkurrent VW Golf R wird es den Opel Astra OPC nicht mit Allradantrieb geben. Preis so um die 36.000 Euro, tippen wir.